Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dass ich wieder mal hier sein darf in der alten Heimat. Henning hat es schon vorhin gesagt, mein Name ist Joshua Reiniger, vielleicht für die, die mich noch nicht kennen. Und ich bin hier in dieser Gemeinde eigentlich aufgewachsen, groß geworden. Inzwischen jetzt in der FEG Bern in der Schweiz und mache noch vollzeitlich meinen Master an der STH in Basel, also meinen Master in Theologie. Und mein Hauptpastor Matthias Mauerhofer, er hat ganz, ganz ausdrücklich gesagt, ich soll euch, lieben Freiburgern, ganz, ganz herzliche Grüße mitbringen. Also er freut sich, dass ich auch mal wieder hier sein darf. Und ich richte das sehr gerne aus. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere ja sogar. Wenn ihr noch Fragen habt an mich persönlich, irgendwas, dürft ihr natürlich gerne auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich bin ja auch nachher noch da und freue mich. Vor einigen Jahren gab es einmal eine Werbung eines Brillenherstellers. Und da unterhalten sich so zwei Rentner, die sitzen am See, werfen Steine ins Wasser. Und irgendwann fragt der eine den anderen, hey, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles genauso machen? Und ich finde die Antwort so spannend, weil der andere muss gar nicht lange überlegen und sagt, nee, nicht ganz. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Fielmann kaufen. Also das soll keine Schleichwerbung sein. Ich bin kein Brillenträger. Ich weiß auch nicht, ob die Brillen bei Fielmann gut sind. Die haben mich auch nicht bezahlt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich muss staunen über diese Selbstzufriedenheit von diesem Mann. Also irgendwie erfolgreicher kann ja ein Leben nicht verlaufen, wenn das das Einzige ist, was er ändern würde. Und natürlich ist das nur gestellt, aber die Frage finde ich doch so spannend, ja, was ist denn nach dem Leben? Was würden wir ändern, wenn wir unser Leben nochmal leben könnten? Gibt es etwas, das wir anders machen würden? Gibt es überhaupt etwas nach dem Tod? Und das ist die Menschheitsfrage, seitdem es den Tod gibt. Henning hat das vorhin auch schon so schön eingeleitet, heute ist Totensonntag, dieser oder Ewigkeitssonntag in der evangelischen Kirche. Und das ist auch die große Frage, gibt es denn ein Leben nach diesem Leben oder etwas nach diesem Leben? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder war das alles hier? Und egal in welcher Kultur oder egal auf welchem Teil der Erde wir unterwegs sind, jede Kultur in dieser Welt hat auch versucht, irgendwelche Antworten auf diese Frage zu finden. Die alten Ägypter zum Beispiel, die haben ihren Toten Geschenke in die Sarkophage gelegt, in der Hoffnung, dass sie es dann im nächsten Leben einfacher hätten. Bei den Indianern, die hatten das Konzept dieser ewigen Jagdgründe, vielleicht ist uns das auch ein Begriff, die alten Griechen, die Vorstellung vom Hades, also vom Totenreich und so weiter. Die östlichen Religionen haben das Konzept der Wiedergeburt, es geht um Reinkarnation, alles ist ein ewiger Kreislauf. Und heute der atheistische, oder sagen wir die naturalistische Gesellschaft bei uns sagt, naja, wir Menschen, wir sollen uns doch einfach nicht so wichtig nehmen und akzeptieren, dass nach diesem Leben einfach alles vorbei ist. Man erlischt wie eine Kerze und dann kommt ein ewiges Nichts. Und das war's. Und die Vorstellung ist auch an sich recht bequem, weil man muss sich nicht so viel Sorgen machen über das, was kommt. Man versucht einfach das Leben so gut es geht zu meistern, das Beste rausholen und am Ende war es das eigentlich eine recht angenehme Vorstellung. Aber ist das wahr? Ist es sinnvoll, an das zu glauben? Und wenn wir uns jetzt mit dieser Frage heute mal auseinandersetzen möchten, dann steht natürlich von vornherein fest, keiner kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was danach kommt. Niemand hier in diesem Raum weiß es zu 100%. Ich natürlich auch nicht. Wenn wir das wissen möchten, brauchen wir jemanden, der schon mal dort war. Wir brauchen jemanden, eigentlich einen Hinweis, der von außerhalb, der außerhalb von dieser Welt kommt. Und ich möchte Sie, ich möchte dich, ich möchte euch heute mal einladen, einfach mal das hier zu überprüfen, ob das nicht stimmt, was wir uns heute hier mal vor Augen führen möchten. Ich möchte das gerne mal mit uns lesen und einfach mal hören, ob das nicht vielleicht stimmt, ob dieses Buch hier,
nicht vielleicht recht haben könnte, genau in Bezug auf das. Denn die Bibel sagt uns nämlich, dass ihr Autor nicht von dieser Welt stammt und daher weiß, was kommt. Er ist der Einzige, den wir haben als Hinweisgeber von außerhalb, der uns sagen kann, was kommt. Und versuch doch mal, deine Vorurteile abzulegen und einfach mal nur mitzudenken. Und ich möchte gerne vorlesen aus dem Römerbrief, aus dem Neuen Testament, dieser wunderbare Brief von Paulus, den Bibeltext sonst auch hier vorne für euch mitgebracht, und zwar aus dem Römerbrief Kapitel 2 und möchte dort mit uns die Verse 12 bis 16 vorlesen. Hier schreibt jetzt Paulus Folgendes. Alle Menschen, die sündigen und keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, werden auch ohne Gesetz ins Verderben gehen. Und alle, die trotz des Gesetzes sündigen, werden durch dieses Gesetz verurteilt werden. Denn nicht die, die hören, was das Gesetz sagt, werden von Gott für unschuldig erklärt, sondern diejenigen, die tun, was es verlangt. Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die gar keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie ja das Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Der Tag des Gerichts wird das ans Licht bringen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. So entspricht es der Botschaft, die Gott mir anvertraut hat. Der Apostel Paulus schreibt in diesem Brief von einer Botschaft, die nicht von dieser Welt ist. Das beschreibt er in seinem gesamten Brief hier, in dem Römerbrief. Und nachdem er im ersten Kapitel davon redet, dass es einen Gott gibt, er sagt, er ist erkennbar an der Schöpfung. Es ist vollkommen offensichtlich, dass es etwas geben muss. So sagt er jetzt hier im zweiten Kapitel, ihr lieben Leute, es gibt noch einen zweiten Hinweis, der uns zeigt, dass es einen Schöpfer geben muss und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und diesen Hinweis kann jeder Mensch in sich selbst überprüfen. Paulus schreibt hier von einer Tatsache, die wir in uns selbst finden. Er spricht von einem Gesetz und einem Gerechtigkeitsempfinden im Menschen. Und wir können das heute ganz gut beobachten. Eigentlich die Technik hat sich ja innerhalb der letzten Jahrzehnte so unglaublich weiterentwickelt mit den Smartphones, spätestens aber auch seitdem wir das Internet überhaupt haben, in den 80er und 90er Jahren, weil es dann so richtig in den 90er Jahren auf den Markt kam. Wir sind dauerhaft mit allen Ecken und Enden dieser Welt verbunden. Wir empfangen andauernd Nachrichten überall aus der Welt innerhalb von Sekundenbruchteilen. Also Informationen, die früher Monate gebrauchten, bis sie bei uns waren, haben wir jetzt jederzeit, jeden Tag Abrufer bei uns auf dem Smartphone. Und wir kennen das aus den Schlagzeilen. Es sind teilweise wirklich unfassbare Nachrichten, unfassbare Filme, unfassbare Geschichten, die uns dort bewegen. Wir hören jeden Tag von irgendwelchen Schocknachrichten. Das ist ja nicht erst seit Corona so. Wenn wir die Medien verfolgen, da ist eine unglaubliche Reihe von Straftaten, schrecklichste Verbrechen. Also statistisch gesehen, in Deutschland wird alle 1 bis 2 Tage jemand ermordet. Jeden Tag irgendwo ein neuer Fall von Vergewaltigung. Gefühlt wird fast jeden Tag irgendwo ein Kind entführt. Jeden Tag passiert wieder irgendwo auf der Welt ein Anschlag eines Terroristen. Und wir hören und wir lesen von diesen heftigen Sünden, die dort passieren, diese Gesetzlosigkeit da draußen. Und wir wünschen uns Gerechtigkeit. Irgendjemand, der mal endlich eingreift. Irgendjemand, der mal auf den Tisch haut, vielleicht sitzt du sogar heute Morgen hier und fragst dich, ja, wenn es einen Gott gibt, wie um alles in der Welt kann der das eigentlich alles zulassen, wenn der allmächtig ist? Wie kann der nur zuschauen? Gott ist doch so ungerecht. Und wir sehen diese Dinge, wie schlecht der Mensch sein kann. Wir wünschen uns Gottes Eingreifen. Wir alle kommen mit diesem Denken auf die Welt.
Und dieser Gerechtigkeitssinn in uns ist richtig und gut. Wir haben jetzt nur folgendes Problem. Irgendwie scheint es in dieser Welt ja nie endgültige Gerechtigkeit zu geben. Es gibt Serienmörder, die laufen frei herum und denen geht es die ganze Zeit nur gut. Viele Verbrecher, die werden ja nicht einmal erwischt. Verbrechen werden teilweise gar nicht aufgedeckt. Die leben ihr Leben, verüben ein Verbrechen nach dem anderen und werden nie gefasst. Und am Ende stehen sie da, ohne zu leiden, und das Leben war vorbei. Adolf Hitler, das ist für viele der Inbegriff des Bösen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, was eigentlich die Grausamkeiten, die dort wirklich passiert sind, gar nicht so richtig darstellt. Ich wollte euch das heute Morgen ersparen, aber das war eines dieser Bilder, was den Amerikanern damals als erstes begegnet ist, als sie die KZs in Dachau und Auschwitz und so weiter befreit haben teilweise. Einfach Menschen, die auf unwürdigste Weise behandelt wurden. Abgemagert, gefoltert, unterernährt, alles. Oder nehmen wir Josef Stalin, der hat ja noch mehr Menschen umgebracht, der hatte auch diese KZs, bei ihm hießen sie anders, die Arbeitslager. Der hat Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen. Und beide, die sind einfach so davon gekommen. Stalin wird ja sogar heute noch für viele als Ikone verehrt. Der lebte lange Zeit im Frieden und starb dann langsam an einem Schlaganfall. Aber was ist das im Vergleich? Wo ist hier die Gerechtigkeit? Hitler selbst hat sich das Leben genommen und das war alles. Und der ist einfach so davongekommen. Da müssen wir uns doch fragen, kann es das sein? Ihr merkt schon, dass in uns innerlich so ein richtiger Aufschrei hochkommt, wenn wir uns das nur mal vorstellen, dass das alles war. Das kann doch wohl nicht wirklich ernsthaft so gewesen sein. Wenn nichts nach dem Leben kommt, dann müssen wir wirklich feststellen, diese Ungerechtigkeit ist so absurd, dass das kaum zu ertragen ist. Und Paulus sagt uns in dem Bibeltext hier, wir alle haben ein Gesetz in uns, etwas tief im Innern, was uns sagt, was richtig und falsch ist. Und wir wünschen uns auch, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Und wir alle gehen auch davon aus, dass dieses ungeschriebene Gesetz für alle gilt. Mord ist Mord und damit falsch. Diebstahl ist Diebstahl und damit falsch. Und das ist völlig unabhängig von Kultur, von Volk, von Ethnie. Wir haben diese Moralvorstellungen, die sind zumindest in den Grundzügen weltweit gleich. Es gibt geringe Unterschiede oder teilweise auch äußerlich größere Unterschiede, aber noch nie war purer Egoismus in der Welt anerkannt und gut. Noch nie war es angesagt, wenn jemand aus der Schlacht geflohen ist. Das hat uns aber auch niemand beigebracht oder erklärt, sondern wir kommen so auf die Welt. Wir haben diesen Sinn, schon als Kleinkind fühlen wir es, wenn Ungerechtigkeit passiert. Der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, der sagt dazu Folgendes: Deshalb wissen wir, dass Menschen einem Sittengesetz unterliegen, das sie nicht selbst geschaffen haben. Dass sie nie ganz vergessen können, selbst wenn sie es versuchen und von dem sie wissen, dass sie ihm gehorchen sollten. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, woher kommt das in uns Menschen? Was ist das genau? Und dann sagen einige, ja, die gute Erklärung ist eben, das war Evolution. Es wurde uns sozusagen mit den Genen weitergegeben, es hat einfach das Gemeinschaftsleben verbessert und es ist dann wie ein Instinkt, hat es sich herausgebildet, die Sippe, die sozialer war, hat am Ende überlebt. Und hier kommen wir schon zum ersten Problem, ein echter Instinkt kann das nicht sein. Wir kennen Instinkte, zum Beispiel wenn wir jemanden nach Hilfe schreien hören, dann kommen in uns zwei Instinkte hoch. Der erste Instinkt sagt mir, ich soll helfen. Das ist dieser Sippeninstinkt. Und der andere ist der Instinkt, schnell davonzulaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Selbsterhaltungs- oder der Überlebensinstinkt. Und jetzt kommt aber doch noch ein dritter Impuls im Menschen hoch. Und das ist der mir sagt und der mich ermahnt, eben nicht wegzulaufen, obwohl das besser für mich wäre, sondern zu helfen. Und das, obwohl wir uns viel lieber selbst retten würden. Er sagt mir, dass es das richtig sei.
dass ich auf den ersten Instinkt hören muss. Dieses Verständnis von Moral in uns ist nicht einfach ein Instinkt, sondern es ist ein Verständnis, was uns vielmehr sagt, auf welchen Instinkt wir hören sollen. Wie bei einem Klavier, es ist die Melodie, die uns sagt, welche Taste wir spielen sollen. Und besonders schwierig ist dabei, dass die Moral uns ja meistens auch noch sagt, dass wir genau nicht auf den eigenen Vorteil aus sein sollen, sondern wir sollen den eigenen Vorteil unterdrücken. Gut, deshalb sagen andere, naja gut, wenn das mit dem, gibt es auch Naturwissenschaftler, die das auch so sehen, naja, dann muss es eben anerzogen worden sein. Es hat sich insofern herausgebildet, dass sich Menschen eben auf ein geeignetes Zusammenleben mit der Zeit geeinigt haben. Und ja, natürlich hat Erziehung auch einen Einfluss auf unser Verständnis von Gerechtigkeit. Aber dieses Moralgesetz im Menschen ist weltweit in den Grundzügen gleich. Außerdem würden wir doch mal, wenn wir ganz ehrlich sind, sagen, dass manche Völker dieses Moralgesetz besser umsetzen und andere schlechter. Sonst könnten wir niemals sagen, dass die Moral im Islam vielleicht weniger gut ist als die Gleichberechtigung und die Moral in der westlichen Zivilisation. Also das zeigt uns, es gibt irgendwo einen gewissen Maßstab, der nicht so sehr von unserer Erziehung abhängt. Es ist nichts, was der Mensch einfach so erfunden hat, sondern vielmehr zeigt sich in diesem Moralgesetz wie eine mathematische Gleichung, die einfach so ist, weil sie so ist. Das ist wie 1 plus 1 gleich 2. Wir müssen den Kindern das zwar auch beibringen, aber es ist ein Gesetz, das es schon gibt. Und genauso auch mit der Moral. Fassen wir das mal kurz zusammen. In allen Menschen gibt es einen Maßstab für richtig und falsch. Das ist genau das, was Paulus schreibt. Dieses Gesetz wird aber nicht eingehalten. So sehr wir uns auch anstrengen, wir schaffen es irgendwie nicht. Es ist eigentlich sogar ein einziges Rätsel. Wir wissen alle ganz genau, was gut wäre. Aber wir tun es nicht. Überall gibt es Ungerechtigkeit, keine Tat kann einfach so ungeschehen gemacht werden, sogar wenn der Verbrecher ins Gericht und ins Gefängnis kommt. Es ist nicht gerecht, immer bleibt diese Unvollkommenheit. Und jetzt sagen manche, naja gut, nur weil wir das nicht ertragen können, ist das noch lang kein Grund. Was hat das mit Gott zu tun? Wir haben einfach folgendes Problem: Wenn nichts nach diesem Leben kommt, wenn die Theorie der Evolution doch stimmen sollte, dann haben die Nationalsozialisten und die Kommunisten alles genau richtig gemacht. Weil niemand kann sie zur Verantwortung ziehen für ihre Verbrechen. Die haben nämlich genau das gelebt, was die Theorie besagt, Survival of the fittest, also das Gesetz des Stärkeren, der Stärkere überlebt. Und wenn nach diesem Leben nichts kommt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist jegliche Moral vollkommen relativ. Und ich glaube, das ist der größte Widerspruch im Atheismus, den wir vorfinden können, dass die Menschen die ganze Zeit von Menschenrechten sprechen, von Gleichberechtigung und von sozialer Hilfe, aber in Wirklichkeit gibt es das per Definition bei ihnen gar nicht. Es gibt keine objektive Moral, die oben drüber steht, sondern alles ist letztlich relativ. Sogar der Philosoph Immanuel Kant errang mit dieser Frage nach Gerechtigkeit und er kam zu folgendem Ergebnis. Er hat gesagt, wenn es keine ultimative Gerechtigkeit gibt, ja warum geben wir uns überhaupt Mühe, gut zu sein? Wer kann denn sagen, dass sie gegen das Gesetz verstoßen? Sie folgen ja nur dem eigenen Selbsterhaltungstrieb. Gegen welches Gesetz denn überhaupt? Wer bestimmt denn dieses Gesetz? Und wer ist der Hüter des Gesetzes? Ja, wer will sie denn zur Rechenschaft ziehen? Die Bibel sagt uns, unser Schöpfer hat uns dieses Gesetz in unser Herz geschrieben. Es ist nicht unsere Moral, sondern es ist die Moral unseres Schöpfers. Es ist seine Handschrift in uns. Und damit haben wir einmal Gottes Schöpfung als Erkenntnis dafür, dass es Gott gibt. Und das andere ist Gottes Handschrift in uns selbst, die uns sagt, dass es Gott gibt. Es wird ein ultimatives, ein absolut und vollkommenes, gerechtes Gericht geben. Und das Spannende ist, dass wir Menschen irgendwie immer wieder alles versuchen, um das auszublenden.
die Sünde in uns Menschen, das sagt Paulus auch, die bringt uns dazu, dass wir das, ja, dass wir das verdrängen. Wir wollen das irgendwie nicht wahrhaben. Kein einziger Mensch ist einfach so von sich aus wirklich auf der Suche nach diesem gerechten Gott. Weil jeder tief in seinem Innern weiß, dass er schuldig ist. Und deshalb sagt uns der Bibeltext hier auch nicht, dass Menschen, die nie die Botschaft von Jesus gehört haben, sowieso gerettet werden. Nein, der Text sagt uns, dass alle Menschen verloren gehen, weil sie es eigentlich genau wissen, dass sie schuldig sind. Wir sind wie ein Bankräuber, der niemals von sich aus zum Polizisten gehen will. Weil er sonst ja seine Tat zugeben muss, wie ein Fußballer, der gerade einen Foul begangen hat, aber mit dem Schiedsrichter diskutiert, dass er eigentlich doch nur Ball gespielt hat. Wir wollen das so ungern zugeben. Es heißt hier in Vers 16, der Tag des Gerichts, der wird das ans Licht bringen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. So entspricht es der Botschaft, die Gott mir anvertraut hat. Ich weiß, dass das keine Botschaft ist, die so bequem ist. Und ich weiß nicht, was das bei euch macht, was euch für Gedanken durch den Kopf gehen. Alles wird ans Licht kommen. Kapitel 3 vom Römerbrief schreibt Paulus in den Versen 10 bis 12. So steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Mit Gutes tun ist natürlich gemeint in Bezug auf Gott, Gutes tun. Und dieser ganze Teil hier im Römerbrief warnt den Menschen, dass diese Welt vor allem ein großes Problem hat. Und das ist letztlich die Sünde. Es ist ein Problem dieser gefallenen Schöpfung. Wir Menschen sind gefangen und wir sind da alle gleich. Gefangen von einem bösen Herzen und die Auswirkungen sehen wir überall, wo wir hinschauen. Wenn uns die Fetzen des Lebens um die Ohren fliegen. Aber wisst ihr, das Problem ist bei der Sünde, die Sünde macht einfach blind. Sie verblendet uns die Sinne, sie vernebelt das. Das zeigt sich auch an der heutigen Sicht über den Menschen. Wir denken immer, naja, der Mensch ist doch grundsätzlich neutral. Also wirklich böse ist doch der Mensch nicht. Der Mensch wird erst schlecht mit der Zeit, das sind die Umstände, die Gesellschaft ist schuld. Das eigentliche Problem ist die Erziehung oder die schlechten Einflüsse. Und deshalb braucht der Mensch einfach nur so ein bisschen Anleitung dazu, wie es doch wieder gut werden kann. Er soll anderen helfen, er soll sich für die Umwelt einsetzen, er soll nett sein, freundlich sein. Man muss ihm einfach ein bisschen beibringen, wie er es schaffen kann, dass er ein guter Mensch wird. Wir müssen nur das Gute uns antrainieren und dann ist alles kein Problem mehr. Ja, natürlich müssen wir Menschen viel lernen. Du kommst als kleines Kind auf die Welt, du kannst nichts, du kannst nicht alleine essen, du kannst nicht aufs Klo gehen, du kannst nicht laufen, du kannst nicht mal krabbeln. Aber müssen wir wirklich alles dazulernen? Ist euch schon mal aufgefallen, wir müssen einem kleinen Kind nicht beibringen, wie man lügt. Das macht das Kind ganz von allein. Wir müssen einem kleinen Kind nicht beibringen, dass sie die Kaugummis einfach klauen könnten. Nein, das machen die von sich aus. Wenn zwei Kinder im Sandkasten sitzen, der eine spielt mit seinem Bagger, dann kommt der Kumpel dazu, was macht er? Er nimmt ihm diesen Bagger weg und direkt geht der Kampf los. Das haben wir nicht beigebracht, das ist im Menschen drin und das ist es auch, was die Bibel sagt. Der Mensch ist von Grund auf in diesem Zustand der Sünde und wir sehen täglich diese Verbrechen, die passieren. Wir sehen all diese Schocknachrichten, all die schlimmen Verbrechen und wir vergleichen uns immer mit den Menschen da draußen in den Filmen oder in den Nachrichten und dann sagen wir, ach, zum Glück bin ich nicht so schlimm. Zum Glück bin ich nicht so ein übler Mensch wie der da. Wenn wir sündigen, dann ist das so schnell, dass wir einfach sagen, naja, das war halt ein Ausrutscher, der da gerade passiert ist. Passiert doch jedem mal. Ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Es war nur eine Notlüge. Es war ein Versehen, ein Fehler, den ich da gemacht habe.
Also normalerweise bin ich gar nicht der Typ für sowas. Würde ich normal gar nicht machen. Andere lügen, andere betrügen. Wir sagen manchmal einfach nur so ein bisschen die Halbwahrheit. Andere sind stolz, denken nur an sich. Wir schützen einfach die eigenen Interessen. Andere sind so voll von Vorurteilen, aber ich habe halt einfach eine bestimmte Überzeugung. Wir entschuldigen uns laufend und finden ständig Ausreden und Ausreden. Und weil das so ist, ihr Lieben, weil das so ist, sitzen wir bequem auf unseren Stühlen und schauen uns die Welt an und sagen, ja Gott, wie kannst du nur das Schlechte zulassen? Wie kannst du nur das Schlechte zulassen? Und dieser Bibeltext hier, der redet übrigens auch von Menschen, die alle letztlich ziemlich selbstgerecht sind. Paulus leitet das Kapitel ja ein in Kapitel 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selbst tust, was du verdammst. Und in Vers 3, meinst du denn, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wenn du die verdammst, die so etwas tun, aber doch genau dasselbe machst? Bei Gott gibt es keinerlei Bevorzugung. Wisst ihr, unser Problem ist, wir denken immer, die Sünde ist irgendwas außerhalb von uns. Deshalb fragen wir auch immer so schnell, naja, ist das jetzt Sünde, wenn ich das tue? Oder wenn ich das mache, ist das Sünde? Aber Jesus sagt uns in Matthäus 15, dass aus dem Herzen des Menschen die Sünde kommt. Es kommt aus unserem Innern. Und diese kleinen Sünden, die wir andauernd tun, jede Minute unseres Lebens, das ist für uns der Normalzustand. So kommen wir Menschen eigentlich auf die Welt. Und was die Bibel uns auch sagt, sie sagt uns, vor dem Gericht Gottes wird es voll sein von lauter Alltagssündern, von Menschen, die Halbwahrheiten erzählt haben, die betrogen haben oder schlecht über andere nur hergezogen haben, weil bei Gott jede Sünde zählt. Er ist so vollkommen heilig, rein und perfekt, dass jede Sünde zählt und er sieht alles in unserem Leben. Er sieht das, was andere nicht sehen. Seine Gerechtigkeit kann nicht anders, als das zu verurteilen. Die Hölle wird letztlich voll sein von Menschen, die nur in Gedanken gemordet haben und auch nur in Gedanken Ehebruch begangen haben, sagt Jesus. Sündigen heißt nicht, dass ich einfach nur Vergebung brauche für meine Taten. Für das, was ich in meinem Leben so falsch gemacht habe, das brauche ich auch. Aber ich muss vor allen Dingen verstehen, dass alles in mir letztlich von der Sünde befallen ist, wie sehr ich verloren bin. Und ich weiß, so eine Nachricht ist sowas von schockierend eigentlich, wenn wir uns das mal richtig bewusst machen. Das hören wir nicht gern, deshalb sagt uns das auch kaum jemand. Aber wisst ihr, das ist das Problem, wohin uns Gottes Wort führen möchte und das zeigt uns weiter auf, selbst wenn ich das jetzt alles kenne, wenn ich Gottes Wort kenne, dann reicht das nicht aus. Wenn ich die meisten Gebote von Gottes Wort einhalte, dann reicht das nicht aus. Wenn ich schon von Jesus gehört habe, reicht das nicht aus. Es heißt hier in dem Bibeltext letztlich, es wird nur derjenige gerecht gesprochen, der das Gesetz vollkommen erfüllt, der wird vor Gott für unschuldig erklärt. Und deshalb schreibt Paulus in seinem Römerbrief von dieser wunderbaren, großen Hoffnung, die es für die Menschen gibt. Denn es gibt keinen einzigen Menschen, der dieses Gesetz vollkommen erfüllt hat, außer Jesus Christus allein. Das ist das Evangelium. Wisst ihr, es gibt deshalb auch nur die einzige Rettungsmöglichkeit, dort herauszukommen. Und das heißt nur der, der an Christus glaubt. Wenn du ihm dein ganzes Leben anvertraut hast, das allein reicht aus, um im Gericht keine Verurteilung zu bekommen. Paulus schreibt das am Ende vom dritten Kapitel. Er sagt dort, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute.
Und so hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ja noch ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Also Gott hat diese ganze Strafe, die die Menschheit verdient hat, auf Christus geworfen. Und deshalb ist auch dieses Kreuz hier im Hintergrund, deshalb dieses Kreuz als Symbol der Christenheit. Denn wenn wir an Christus glauben, dann sind wir vom Gericht freigesprochen. Jesus rechnet uns jetzt seine Gerechtigkeit an. Jesus Christus ist unser Anwalt, der vor dem Richter eine Verteidigung hinlegt, die niemand mehr in Frage stellen kann. Es gibt dafür keine anderen Argumente mehr. Vor Gott stehen wir so da, als hätten wir nie auch nur ein Gebot gebrochen. Wisst ihr, Christus möchte uns freisprechen von diesem schlechten Gewissen, was uns anklagt, weil er perfekt ist, weil er allein ausreicht und weil er vollkommen ist. Aber Christus möchte auch, dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern er will uns verändern zu einem Leben, was uns immer heiliger werden lässt. Und dazu hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns dabei führt, der uns dabei hilft. Und deshalb diese Botschaft, wir brauchen diese Botschaft Sonntag für Sonntag, weil wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Und wir müssen es auch immer mehr in seiner ganzen Tiefe verstehen, die Botschaft vom Evangelium. Und deshalb feiern wir Gottesdienst. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit eines anderen, die uns Menschen rettet. Und deshalb ist die Antwort der Bibel auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, eindeutig ja. Die Bibel sagt uns klar, danach kommt etwas, zuerst ein Gericht. Und dieses Gericht entscheidet über unser Leben danach. Es entscheidet, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und die Frage ist, wie stehe ich zu Jesus Christus? Wenn es dieses Gericht nicht geben würde, wäre das hier alles vollkommen sinnlos, was wir hier machen. Völlig gleichgültig, wie wir in dieser Welt leben. Aber tief im Innern wissen wir eigentlich um dieses Gericht. Wir sehnen uns sogar auf eine Art danach. Und ich möchte abschließen mit einem Bibelwort aus dem 1. Petrusbrief, was uns der Apostel Petrus überliefert hat. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 24 und 25, mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott gerecht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen zurückgekehrt. Singen gemeinsam ein Lied, was das auch zum Ausdruck bringen soll.